Hallo, heute möchte ich dir einige Tipps zum Schreiben einer Gedichtanalyse geben. Du hast mit Sicherheit in der Schule schon einmal die Aufgabe bekommen, analysiere und interpretiere das Gedicht. Diese zwei Begriffe dürfen wir auf keinen Fall vermischen, denn es handelt sich um völlig unterschiedliche Arbeitsschritte. Die Analyse dient zur Vorarbeit der Gedichtinterpretation. Welche Dinge müssen wir bei der Analyse beachten? Wir schauen uns den formalen Aufbau des Gedichts an. Um welche Gedichtform handelt es sich? Wie sind die Strophen aufgebaut? Welches Reimschema liegt vor, wenn denn eins vorliegt? Wie ist das Metrum? Wie sind die Kadenzen? Zum inhaltlichen Aufbau. Wir schauen uns den Titel des Gedichts an und schauen, gibt es einen Bezug zum Inhalt? Was ist das zentrale Thema? Was ist das zentrale Motiv? Welche Handlungen werden eventuell beschrieben? Können wir Sinnabschnitte ausfindig machen? Gibt es beispielsweise Steigerungen oder einen Höhepunkt, den wir sehen? Und welche Personen sind beteiligt? Gibt es ein lyrisches Ich oder ein lyrisches Du? Zur sprachlichen Gestaltung. Wir schauen uns die Wortwahl an. Können wir bestimmte Wortfelder ausfindig machen? Gibt es auffällige Wortwiederholungen? Auch achten wir auf rhetorische Stilmittel, die vielzählig vertreten sind in Gedichten. Gibt es Metaphern, Symbole, Vergleiche? All diese müssen wir bei der Analyse benennen. Auch schauen wir natürlich auch auf den Satzbau. Gibt es Parataxen, Hypotaxen, Anaphern zum Beispiel? Der Entstehungshintergrund fließt natürlich ziemlich stark in das Gedicht mit ein, denn der Autor des Gedichts hat in einer bestimmten Zeit gelebt und lässt seine Erfahrungswelt mit in das Gedicht einfließen. Daher müssen wir zeitgeschichtliche Ereignisse, die eventuell zu der Zeit relevant waren, berücksichtigen. Die Epoche müssen wir natürlich auch benennen und natürlich auch die Biografie des Autors, denn er verarbeitet seine Gedanken in einem Gedicht. Wenn wir diese Vorarbeit geleistet haben, Auffälligkeiten markiert haben und das Gedicht in seine einzelnen Bestandteile zerlegt haben, schließen wir die Interpretation an und fragen uns, was bewirken die Ergebnisse unserer Analyse? Wenn du diese Aspekte beherzigst, kann gar nicht mehr viel schiefgehen beim Schreiben deiner Gedichtanalyse. Das Ganze kannst du in unserem Text noch einmal nachlesen und dabei wünsche ich dir viel Spaß.